Moin und hier zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, hier ist er auf dem Turm hinten im Hangar. Ich zeige nochmal kurz den Anflug, aber eigentlich soll es ja bekannt sein, auch eigentlich Standard. Also Zielorte natürlich hier, natürlich der Turm oder der Reisende eher gesagt. Dann landet man hier auf dem Turm. Zudem sei gesagt, es gibt eine neue Landezone hier. Der Anbau hier hinten ist neu, als hier natürlich Hof. Und zur Feier des Tages gehe ich nochmal kurz ein Exo einlösen am Anfang. Ja, ich habe eben Exo drauf gekriegt. Hoffentlich kommt da was Neues raus. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Aber wir machen es einfach mal eben kurz auf. Einfach weil es kann. Und die anderen Kram löschen wir eben kurz raus. Auch wenn es Surtag ist, ich weiß, passt gerade nicht. Aber so, Exo 618 hier einmal. Guisin, Panzerweste. Okay. Läuft. Dann mal gucken hier. Kann ich da gerade nicht einsetzen, leider. Aber das ist sie hier. Bruchschutz. Der Reisende hat mich zurückgerufen, sagte mir, dass meine Arbeit auf der Seite noch nicht erledigt ist. Okay. Sengong Do Whiteclaw, irgendwas. Vagabundierender Assassine, jeder deiner Spektralklingenkills, bevor. Was? Jeder deiner Spektralklingenkills, bevor du dich tarnst, stellt mehr deiner Superenergie wieder her. So. Flaschenverstärkungsmodifikation, hier Restorativmodifikation, hier ruhiges Bogenzielen, hier einmal ruhiges Maschinen. Pistolen zielen, dann ruhiges Gewehr zielen, dann hier einmal Automatikgewehrreserven und dann Handfeuerwaffenreserven. So sieht das Prachtstück aus, aber leider nichts Neues für mich, weil ich hab's schon. Aber werde ich dann rein infundieren hier. Wie gesagt, ich spiele nur mit der Galanor. So, zudem gibt es natürlich jetzt auch den Raid. Ja, der neue Raid-Trakt ist aktiv. Ich zeig's kurz, wo der ist. Ja, zudem soll angeblich auch eine neue Schmiede aktiv sein. Ich hab's jetzt auch noch nicht gefunden. Aber Zielorte dann natürlich hier einmal ETZ und dann ist der neue Raid-Trakt hier aktiv mit empfohlene Powerlevel 640. Da Geißel der Vergangenheit. Mal schauen, wie das abgeht oder nicht, aber ich werde es erstmal nicht spielen. Wie gesagt, ich muss erstmal meinen Char erstmal hochziehen, das dauert noch. Ich muss noch den ersten Char, den ich habe hier, den Titan, muss noch spielen, die ganzen Aktivitäten machen, die ganzen Waffen drüber transferieren. Die Schmiede läuft auch, ja, die blüht auch schon bei mir, also von daher eigentlich ganz okay, wie es gerade läuft, wie gesagt, aber jetzt muss ich erstmal eine Pause einlegen. Hatte Urlaub gehabt, jetzt geht es nicht mehr weiter. Ich muss nur erstmal pausieren, muss arbeiten. Geht nicht anders. Ist halt so, ja. So steht er da, da wartet er auch schon auf mich. Schauen, was er dabei hat. Mal gucken. Ich bin ein Agent der Neuen. So, Trophäe erhalten. Auf dass du nicht gerichtet wirst. Egal. Nochmal eine Trophäe der Auserwählten. Okay. Erstmal ganze Trophäen gekriegt hier. Warum? Naja, besser als nichts. So, Schicksalsengramm natürlich erstmal nicht ziehen. Kosten nämlich 97 legendäre Bruchstücke. Erstmal das kaufen, was hier unten im Inventar von Sur ist, was euch fehlt. Dann erst oben Schicksalsengramm ziehen. Zudem könnt ihr hier reingucken mit Vorschau Dreieck. Das würde prozentual höher droppen. Also wenn ihr die anderen Waffen hier habt, außer Scharlach, sag ich mal, Scharlach fehlt und ihr habt die anderen Waffen alle. Und ihr zieht jetzt das Schicksalsengramm, habt ihr eine gute Chance, dass die Scharlach rauskommt, ja? Das ist ein kleiner Trick. So, dann die exotische Ausrüstung hier. Einmal als erstes Sorus Regime, die Waffe Automatikgewehr Nostalgie als Kriegswaffe Stil als Zeichen des Sieges. Okay. Still, Stil, egal. Sorus Vermächtnis, die zweite Hälfte des Magazins verursacht Bonusschaden und hat eine Chance, bei einem Kill Gesundheit zu gewähren. Dann Hammer geschmiedeter Drall, dann hier einmal taktisches Magazin, hier einmal hochdrehen, dann einmal dualer Tempo-Receiver, dann haben wir hier einmal handangelegter Schaft, dann haben wir hier einmal Standardornament, da habe ich das eine hier, Handstreich, dann sieht die Sorus sieht im Moment so aus normal und mit Handstreich sieht sie dann schön weiß aus. Also kann man nehmen. So, 29er in der Bruchstück kostet die Waffe hier. Dann haben wir hier einmal ACD-0 Rückkopplungshindernis für den Titan-Panzerhandschuhe. Das Aktivkontakt... ich kann nicht lesen, ich habe ganz nicht gepennt. Das Aktivkontakt-Verteidigungssystem nutzt Kriegssatelliten-Kampfmaterialien, um Vergeltungsangriffe zu speichern. Dann haben wir mal Wutleiter. Nahkampfkills bauen Energie auf. Wenn ein Nahkampfangriff trifft, wird der eingehende Schaden reduziert und die Energie in einer vernichtenden Explosion freigesetzt. Dann haben wir einmal Plaststoffverstärkungsmodifikation. Hier Restaurativmodifikation, hier einmal Fusionsgewehrlader, hier einmal Handfeuerwaffenlader, hier einmal Einschlaginduktion, dann hier einmal Scharfschützengewehrplünderer und hier einmal Maschinengewehrplünderer. Ja, ist okay, da gibt es auch ein Ornament, ich habe eins und zwar einmal Endlosschleife habe ich hier einmal. Also mit Maschinengewehr ist man ganz gut jetzt, wenn man halt hier die Hammerhead spielt, zum Beispiel aus der Schmiede oder halt Donnerlord, das ist das Ding schon ganz gut, kann man auf jeden Fall mitnehmen. Dann wir Krone der Stürmehelm einmal hier für den Warlock. Mächtig sind die Herren der Sturmwolkenthrone und leicht zu verärgern, aber freigebig gegenüber denen, die sie lieben. Da haben wir hier nicht einmal Konduktivgabeln. Argusfähigkeitskits erhöhen die Nachladerate deiner Argusfähigkeit und verlängern die Dauer von Sturmtrance. Mobilitätsverbesserungsmodifikation hier einmal, dann Restaurativmodifikation hier einmal Fusionsgewehr zielen, dann hier einmal Handfeuerwaffen zielen, hier einmal zugepackt, dann hier einmal Scharfschützengewehrreserven und dann einmal Maschinengewehrreserven. Es gibt auch wieder Ornamente. Ich habe eins und zwar hier Kronjewels habe ich hier einmal.
Sieht man natürlich jetzt nicht, weil ich mit dem Jäger drin bin. Und dann hier als letztes Ophidia Sparta Brustschutz. Hier einmal für den Jäger. Hör gut zu, wenn die Schlange spricht, denn ihre Zunge ist gespalten und ihre Worte sind doppeldeutig. Da haben wir hier einmal Scherenhände, gewährt zwei Messer pro Ladung. Dann haben wir einmal Plastrahlverstärkungsmodifikation, hier einmal Restorativmodifikation, dann einmal ruhiges Bogenzielen, hier einmal ruhiges Fusionsgewehr zielen, dann einmal ruhiges Kinetikzielen, dann hier einmal Scout-Gewehr-Reserven und zum Schluss hier Spezialmunitionsfinder. Leider kein Ornament, aber das Ding sieht auch so ganz gut aus. Okay, und dann läuft es ganz gut. Danke dir, Axis, hast du extra gemacht. So, und dann hier einmal 5 der Schwerter und ja, läuft, würde ich sagen. Das ist so heute. Ich muss ein bisschen schneller reden, weil mein Fernseher, glaube ich, gerade abraucht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß diese Woche noch. Ja, zockt schön, kommt in eurem Powerlevel hoch. Aktuell kann ich euch mal kurz zeigen, wo ich bin. Ich kann natürlich das hier rein infundieren noch. Mache ich auch gleich, aber mal kurz gucken hier. Ja, nehme ich hier rein hier, warte. Mal kurz rein infundieren. Hoffentlich habe ich genug Ressourcen. So. War das Powerlevel zu niedrig? Warte mal. Oh, es ist gleichwertig. Okay, geht ja gar nicht. Gut, dann bleibt es so, wie es ist. 6x14 aktuell. Hier sind im Moment meine Waffen, die ich gerade spiele. Ja, so sieht es im Moment bei mir aus. Die sind noch nicht ganz so weit, aber es läuft. Sagen wir es mal so, ich bin damit zufrieden. Zudem habe ich natürlich hier noch einige Spieleaufträge, die ich hier noch fertig machen muss. Also von daher ist es schon ganz okay. Zudem habe ich den Beutelzug auch noch fertig hier ein. Und da kommt noch Loot rein. Und Wanderngramm muss ich auch noch einmal entpacken. Ja, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Wie gesagt, ein bisschen hektisch alles wie immer. Aber sorry dafür erstmal. Und dann spielt. Und viel Glück beim Looten und beim Exo-Looten vor allem. Bis demnächst. Reingehauen und tschüss.